Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Microsoft bringt in den nächsten Tagen sein erstes eigenes Lumia-Smartphone auf den Markt, zumindest seitdem sie die Sparte von Nokia übernommen haben. Das hier ist noch mein altes Lumia 630 und das soll mir jetzt einfach als Anschauungsobjekt dienen, denn das neue Gerät nennt sich Lumia 535 oder 535 und es verbessert viele Punkte, die ich beim 630er bemängelt habe und deswegen rate ich direkt niemandem mehr, der mal bei Windows reinschnuppern will, auch zu Windows wechseln will oder einfach nur ein günstiges Einsteigergerät haben möchte, noch zum 630er zu greifen, sondern ich sag's direkt, dann lieber das 535er. Der Reihe nach. Ich war ja letzten Monat auf dem Microsoft Lumia Presse-Event und konnte unter anderem da auch ganz lange mit dem 535er rumspielen. Ich blende einfach hier mal jede Menge Videos ein, die ich da gemacht habe. Damit aber noch nicht genug. Ein Kumpel von mir hat sich das Lumia 535 bereits aus Frankreich gekauft. Da ist es schon verfügbar und da konnte ich auch noch mal rumspielen und ein bisschen vergleichen. So, also, ich habe es gesagt, das neue Gerät heißt Lumia 535 und ist auch wieder, ich sage einfach mal, ein Einsteigergerät. Das ist auch eben bei der Lumia oder bei den Geräten, die Microsoft jetzt rausbringt, das unterste Basisniveau. Machen wir es kurz. 535. Microsoft hatte da was von erzählt, das soll hier fünfmal, also die ganzen Fünfer, es baut halt auf der Zahl 5 auf. Nummer 1, es ist ein 5 Zoll Gerät. Nummer 2, es hat eine 5 Megapixel Rückseitenkamera. Nummer 3, es hat aber auch eine 5 Megapixel Frontkamera. Und dann haben sie noch was erzählt, ja, und dann gibt es noch die Zahl 5 für die ganzen Office-Apps plus Skype plus Cortana. Aber was bietet das Gerät sonst noch? Verbaut haben sie einen Snapdragon 200. So, und da schreien viele, oh Gott, ist der lahm. Ja, das kennen wir aus dem Motorola Moto E. Da habe ich mich auch drüber aufgeregt und habe gesagt, das hat zu wenig Dampf. Hier beim 630er ist noch ein Snapdragon 400 verbaut. Und da muss ich sagen, beziehungsweise auch im direkten Vergleich, ich hatte ja mein 630 auch mit dem 535er immer mal wieder verglichen. In der normalen Bedienung von Windows Phone kein Unterschied. Das 535er lief damit auch flüssig. Wie das Ganze sich dann verhält, wenn man da dicke Apps lädt, natürlich, das könnte schneller und prickelnder und bumsiger sein, aber mal ganz ehrlich, für einen Einstiegspreis, den habe ich auch noch nicht erzählt, 119 Euro für ein Smartphone, da muss man natürlich auch irgendwo Abstriche machen. Und natürlich versucht Microsoft, sich da auch die Luft nach oben zu lassen, so nach dem Motto Einstiegsniveau Snapdragon 200 und dann, wenn man mehr zahlt, bekommt man natürlich auch bessere Hardware. Also, aber ich muss sagen, ich habe damit rumgespielt. Für den ersten Eindruck hat der Snapdragon 200 einen guten Job gemacht. Dann, was viel besser war, war 1 GB RAM. Ja, da sagen jetzt viele, das ist doch selbstverständlich. Ja, aber nicht ganz. Der 630er hat noch 512 und einige Apps, besonders Spiele, sagen da schon, wir hätten gerne 1 GB RAM für unsere zum Laufen. Deswegen beim 535 1 GB, das kommt ziemlich gut weg. Das Display habe ich schon erwähnt, 5 Zoll. Hier waren es noch 4,5 Zoll. Ich habe aber das Gefühl, das Gerät ist nicht wirklich viel merklich größer geworden. Das geht in Ordnung. Was ich da lieber wieder schade finde, ist, dass die Display-Auflösung nicht 720p ist, also 1280x720p, sondern leider nur, ich glaube, 540x960. Das bedeutet wieder diese PPI-Zahl, diese Punktpixeldichte, 220 macht das. Hier beim 630 sind 221. Es könnte, ja, ich würde es mir viel schärfer wünschen. Ich sehe aber auch ein, dass man Abstriche machen muss. Worüber ich mich dann aber wieder gefreut habe, war, dass es hell war, dass es auch von der Seite betrachtbar war. Das ging alles in Ordnung. Und wir bekommen diesmal beim 535 auch eine automatische Displaysteuerung. Und das ist toll. Hier habe ich nämlich immer nur die Möglichkeit, in die Einstellung zu gehen und dann zu sagen, wenig Licht, Mittellicht oder volle Pulle Displaybeleuchtung. Und das ist dann beim 535. Allein deswegen würde ich jedem raten, 535, der sich halt für so ein Gerät interessiert. Bei den Kameras habe ich schon gesagt, 5 Megapixel auf der Rückseite, 5 Megapixel auf der Vorderseite und vorne dann für die Selfies dann noch ein Wide Angle, also ein Weitwinkel. Habe ich jetzt so wirklich nicht viel von gemerkt. Was von den Fotos, es geht in Ordnung, wenn man Fotos macht. Das, was mich aber viel mehr gestört hat, war, wir nehmen weder vorne noch hinten in 720p auf, sondern halt eine Stufe drunter. Da denken die sich wahrscheinlich auch, ja, warum soll man 720p aufnehmen, wenn das Display noch nicht mal 720p unterstützt? Ja, aber
5 Megapixel Kameras, ich glaube, die hätten auch 720p Aufnahmequalität verkraften müssen, aber ich sage dann auch, man versucht sich dann wahrscheinlich zu den anderen Lumia-Geräten halt abzugrenzen und das geht dann schon in Ordnung. Wer jetzt kommt mit NFC, LTE, drahtloses Qi-Laden oder ein Fingerabdrucksensor, nein, 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 die Ansprüche stellt man ja gar nicht an diese Preisklasse, da grübelt man gar nicht drüber weg. Die Dinger kommen mit 8 GB, davon sind aber die ausgelieferten Geräte von beim Microsoft beim Presseevent waren, ich sag mal, mit den Standard-Apps versehen und da waren noch gute, knappe 3,29 GB frei, also wirklich nicht prickelnd. Ich sag mal, für viele reicht es ja auch schon, die kommen mit 1, 2 GB aus, aber ihr könnt aufatmen, der Micro-SD-Karten-Slot ist verbaut und unterstützt auch ganz offiziell bis 128 GB. SD-Karten, das ist natürlich wieder nett. So, und ein neuer Punkt, den ich noch glatt vergessen habe, auf der Rückseite. Wir haben auch einen LED-Flash. Sagen viele, was will man denn damit? Dunkle Fotos sehen eh Käse aus. Ja, ja, ja. Aber ich könnte mir ein Smartphone ohne LED-Blitz nicht vorstellen, allein aus dem Grund Taschenlampe. Wie oft ich in der Woche dann doch mein Smartphone als Taschenlampe benutze, das bestimmt oft, also wirklich oft. So, jetzt haben wir hier mehrere Punkte durch und ich sage Verbesserungen. Frontkamera haben wir jetzt hier im Vergleich zum 630er. Die automatische Displayhelligkeit haben wir. Wir haben den Blitz hinten. Gut, wir haben ein größeres Display, das ist geschenkt, sage ich jetzt einfach mal. Aber das sind allein die Punkte, wo ich sagen würde, das lohnt sich lieber zum 535 zu greifen, als jetzt hier so ein 630er. Den Preis 119 Euro, das ist wieder unterste Nahrungskette und ich bin sehr schon verwundert, Amazon Deutschland, ja, ich erwähne sie zurzeit oft, aber das liegt einfach daran, dass die derzeit auch eine bis zum Ende des Jahres eine Aktion haben. Lumia 535 Aktionscode blende ich gleich ein. Wer Interesse hat, dann kriegt man nochmal 15 Euro Rabatt, also dann soll das Gerät für 104 Euro, also ne, dafür soll man ein Smartphone kriegen. Bin ich ja auch schon. Langsam gewöhnt man sich an die Preise und dann aber noch der Tipp. Bei uns in Deutschland gibt es oder wird es erstmal anscheinend nur die Single-SIM-Variante geben. Wer Lust hat auf die Dual-SIM-Variante, der sollte man auch einfach nach Frankreich rüber gucken. Da wieder auch Amazon Frankreich ist am einfachsten. Da kostet die Dual-SIM-Variante übrigens nur 109 Euro. So, das sind jetzt noch so die Nebentipps. Wenn einer Dual-SIM braucht, daran Interesse hat oder das haben möchte, haue ich das auch mal eben raus. Das waren eigentlich die ganzen Eindrücke, die ich vom 535 mal raushauen kann, zusammen mit den ganzen Daten, die ich gesammelt hatte. Es ist natürlich ein Einstiegsgerät. Man darf nicht zu viel erwarten, aber mit den Verbesserungen finde ich Microsoft auf, also Lumia da auf einem guten Weg. Und ich sag mal, wenn dann haben wir nächstes Jahr im Einstiegssegment, haben wir dann auch die 720p HD-Display und dann bin ich sag mal, ganz zufrieden. Größter Knackpunkt nach wie vor aber bei Windows Phone ist die Qualität und die Quantität der verfügbaren Apps. Das ist etwas und Microsoft auch mit den eigenen Apps. Habe ich das Gefühl, Windows Phone ist bei Microsoft selber nicht so beliebt für die eigenen Apps wie Android und iOS. Sehr traurig, aber leider wahr. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.